An der großen Befestigungsanlage am grünen Wald sind die Nazi-Tübis. Und sie haben einen Riesenspaß. Seid ihr Nazi-Tübis? Heinrich Himmler. Goebbels. Göring. Wo sind die Nazi-Tübis hin? Der große Marsch. Eines Tages im Nazi-Tübi-Land war es wieder Zeit, den Stechschritt zu üben. Das Kommando hatte, wie immer, Luftmarschall Göring. 1, 2, 3, 4, rechts, links, 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 rechts, links. Einmal bitte! Rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts. Links, rechts, links. Einmal bitte! Ja, marschieren macht echt Spaß. Rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts, links. Nein, nein, das ist falsch. Das ist nur Aber genau. Plötzlich lief etwas ganz schief in der gut geölten Maschine. Nein, oder was? Nein, das ist falsch. Glanz gehabt. Luftmarschall Göring konnte seine Gefühle nicht unter Kontrolle bringen. Deshalb musste Goebbels die Schale mit den Edelsteinen und Edelmetallen holen. Der böhmische Glanz. Ich muss da Franz Beckenbauer und Oliver Kahn geblasen, das ist... Der böhmische Steine. Oh. Das ist der böhmische Glanz. Oh... Schon viel gespaß auf der geile Hand. Ich muss auf der Fleißblümen geblasen. Oh, der böhmische Glanz. Sehr gut. Ja. Oh ja, ich darf dann. Das ist ein Schmack auf Kanel. Ja, Kanel auf der böhmische Glanzchen. Oh, auf der Nazi-Tobi-Skin gefühlt. Ah, das ist so gut. Ich muss verstrahlt. Oh, ich habe der große Narzissmus-Orgasmus haben schrieben. Ah, so, auf der Fleisch. Das sieht schon viel besser aus. Oh, auf der Zähle Nazi-Tobi-Fleisch, das ist sehr gut gefühlt. Ah, wie ist das schön. Das ist ganz toll. Schon am 19. Mai 1935 kann Dr. Fock dem Führer die Eröffnung der ersten Teilstrecke zwischen Frankfurt am Main und Darmstadt melden. Mein Führer, sind 20 Monate vergangen. Aus jenen 700 Arbeitern, die hinter Ihnen zur Arbeit angetreten sind, sind 250.000 geworden.
Das Werk der Reichsautobahnen wächst weiter. Mit jedem neuen Tag vollenden sich 3 Kilometer. Immer wieder ist Dr. Todd bei seinen Arbeitern. Grundlegende Fragen der Lohngerechtigkeit und des Leistungslohnes hat er zuerst in ihrem Kreis erörtert. Die Reichsautobahnlager wurden zu einem sozialen Begriff. Sie sind angewandter Nationalsozialismus. Ja, tschüss dann, Nazi-Typis. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Heil, heil! Heil, heil!